Warte, der erzählt gerade was. Was hat er dir erzählt? Ja, der erzählt noch. Also, der liebt auf jeden Fall Dungeons ohne Ende. Die Schätze, die da drin sind, liebt er noch mehr. Da drin sind aber Skelette, Goblins, Stacheln, rotierende Feuerklingen, Spinnen, Netze, Fledermäuse, Lava, Mengen an Nebel, Schwefel, unheimliche Geräusche und vollständige Finsternis. Und all diese Dinge sind dort unten. Oh. Also und vielleicht auch Drachen. Das heißt, ich hole mir jetzt gerade noch einen goldenen Stein hier, weil ich gerade die... Nein! Na, dieses Skelett macht mich wahnsinnig. Okay, die Schätze liebt er auf jeden Fall. Ja, das wird interessant jetzt. Na dann. Okay, bist du bereit, König? Ich bin bereit, Herr Zyklop. Und wir haben unsere erste Trophäe sogar dafür bekommen. Lass uns mal langsam hier reingehen, oder? Oh, das ist geil. Das ist ja mega. Das ist cool. Das ist echt cool, dass es solche gebauten Sachen auch noch mehr gibt. Das könnte interessant werden, noch unser Dungeon hier. Bisschen dunkel, ne? Ja, das ist echt gut, dass du die Fackel dabei hast. Ja, einer kämpft, der andere hat die Fackel in der Hand. König muss wieder kämpfen. Okay, ist ganz, ganz viel Gold, wie du sehen kannst. Davor, ja, ich sehe es. Wir hatten mal ein bisschen was. Warte, da ist nicht nur Gold. Nein! Ich bin auch schon wieder tot. Na, wunderbar. Warum, was ist denn passiert? Das Skelette sind hier, die haben mich leider. Ach, Tatsache, ich habe sie nicht gesehen. Bist du die alleine hin, weil dann halte ich die Fackel. Ja, ja, ich habe die Skelette schon besiegt. Aber da kommen auch mehr. Die geben leider nicht so schnell auf. Aber nicht irgendwie, ich nehme irgendeine andere Waffe, glaube ich. Skelettkopf, ja, wunderbar. Wollte schon immer mal einen Skelettkopf haben. Oh, da kommen auch noch mehr raus. Ah, oh, was haben wir? Können wir die nicht einfach wegsaugen, die Skelette? Genau, die entfernen wir einfach, die Skelette. Boah, wie viele sind denn da? Ja, das ist richtig übel, was hier an Skeletten rausgekommen ist. Bist du die am Entfernen oder am Spawn? Ich bin sie am Entfernen momentan. Siehst du, es werden weniger. Ja, es werden nicht weniger. Boah, hier auch ganz viele. Ich glaube, da hilft es, da kannst du, glaube ich, ewig kämpfen, wenn du dir das antust. Ja, ich glaube, wir müssen hier durchrennen. Ja, warte, ich muss auch noch mal eine... Hol ich mir noch mal irgendeine... Haben wir denn noch irgendwelche guten Waffen, die wirklich viel Schaden machen, schnell? Boah, ich düse ab hier, ey. Ja, komm. Mit der Bazooka gegen Skelette. Oh, mit der Bazooka. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich sehe nicht, wohin. Jawohl, König Kampfpriol. Oh, ich habe da gerade unten in ein Loch reingehauen. Das wollte ich gar nicht. Ich sehe es. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, wir sollten den Dungeon so weitermachen, wie er gedacht ist, oder? Ich gehe mal weiter, wie wir eigentlich weitergehen. Oh, aber hier unten ist ein Eingang. Hier geht's weiter. Ah, da mussten wir doch gar nicht weiter, oder? Wir sollten doch eigentlich oben rum weiter. Grüne Fackel, zeig mal. Cool. Okay, hier ist auch ein Loch im Boden. Ich gehe einfach in das Loch rein. Vielleicht hätten wir uns nicht aufteilen sollen. Das ist das Gefährlichste, wenn man sich aufteilt. Dann stirbt. Ah, da bist du ja. Ich sehe dich. Ah, Stacheln! What? Okay, es gibt auch Stacheln anscheinend im Dungeon. Wahrscheinlich gibt es einen großen Schatz am Ende, oder? Irgendwo. Wobei, das war ja eigentlich ganz oben der Schatz, oder? Wir müssen ja eigentlich... Oh, da sehe ich... Ja, ich sehe auch die Stacheln. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie versuchen, nach ganz oben zu kommen, oder? Kann das sein? Will ich genau sagen. Ich habe hier eine Treppe nach oben gefunden, auf jeden Fall. Okay. Da ist aber ganz unten der Drache. Ja, das kann natürlich auch sein, dass unten der Goldschatz ist, auf dem der Drache liegt. Nein, Skelette, lass mich in Ruhe. Oh, wenn es nicht so laggen würde. Ja, dann könnte man's, da wäre es echt ganz cool hier, aber es laggt halt ohne Ende. Das sieht man aber zum Glück nicht so, dass es laggt, weil es so alles so schwarz ist, deswegen. Weil es so dunkel ist, deswegen sieht man nicht so, dass es... Oh, hier sind... Ja. Hier ist ein Au. Da war gerade ein Flammending. Schädel, ja, schön. Ich brauche wieder eine Fackel. Auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe eine Kiste. Wow, die Laterne bringt auf jeden Fall viel. Hier ist eine Kiste. Gut, dass man mit der Laterne auch zuschlagen. Wow, da sind sogar Lilane drinne gewesen. Uiuiuiui. Das war eine gute Kiste. Die hat sich gelohnt. Ich glaube, hier, wo ich jetzt bin... Ach so, hier geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. Da sind Skelette. Okay. Boah, ich habe so Angst, dass er jetzt da abbricht, ne? Das ist auf jeden Fall spannend hier. Okay, das war eine Sackgasse. Was hat dich umgebracht? Feuer. Ah, okay. Ja, Feuer muss man auch ein bisschen aufpassen. Komm da nicht durch. Vielleicht hätten wir doch nicht runterfallen sollen. Jetzt bin ich wieder in dem großen Raum, wo wir am Anfang waren. Aber nach oben geht's da nirgendwo, glaube ich. Oder? Doch, da geht's nach oben. In dem großen Raum geht's auch eine Treppe nach oben. Jetzt ist hier Licht gewesen. Oh, hier sind viel Feuer. Ja, das war ich gerade eben. Ah, so viel Feuer! Ja, dieses Feuer hier angemacht.
Nein, ich bin tot. Verdammt. Okay, stellt euch das Feuer durch. Oh, oh. Aber die Skelette greifen eigentlich nicht sofort an. Und mich greifen sie zum Beispiel gerade gar nicht an. Okay. Ich will von denen gar nichts wissen. Naja, ich bin auch gerade der Trollkönig. Vielleicht greifen sie mich deswegen nicht an. Vielleicht haben sie deswegen ihren guten Tag. Nein, ich war doch schon durch. Nein, ich war doch schon durch das Feuer. Okay, das Feuer ist echt mies. Das Feuer ist richtig mies. Ja, ich hab's durchgeschafft durchs Feuer. Sehr gut. Okay, ich versuche weiter nach oben zu kommen. Oder? Nee, da geht's bloß runter. Ich will aber nach oben. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Boah, da muss man sich, ohne Scheiß, weil das so leckt, muss man sich richtig konzentrieren. Aber anstrengend, ey, da ist echt anstrengend für die Augen. Oh, hier kann man sich in die Luft jagen und ich habe mich gleich mit in die Luft gejagt. Gab's hier gerade so eine... Ah, nicht hoch runterfallen, nicht runterfallen. Große rotierende Feuerfalle. Da war ich gerade... Ja, da bin ich gerade. Nein. Ich bin schon wieder erwischt. Warum gehst du denn in eine Lava? Ich habe doch auf X gedrückt. War ihm wohl so danach. Okay, also im Dungeon, glaube ich, kann man echt viel erkunden. Nein, ich war doch schon durch. Okay, also diese Feuerfallen, die nerven echt. Ah, du bist direkt unter mir, du bist direkt unter mir. Ah, nein, das war doch so knapp. Nein, das war da Millimeter gefehlt. Nein, jetzt komme ich hier wieder raus. Wieso komme ich denn hier wieder raus? Das hatte ich doch schon geschafft. Oh, nee, ey. Mann, ey, das Geile ist auch, ne, du... Jetzt habe ich jetzt... Warte mal. Hä? Nee, alles gut. Also ich rede jetzt gerade mit mir selber wieder. Okay. Ich glaube, das Problem ist ja einfach, dass hier zu viele Skelette sind und deswegen kommt das Spiel damit irgendwie nicht klar. Aber es ist alles so verwirrend hier. Die versuchen hier durchzukommen irgendwie. So, einfach direkt... Nein, es klappt nicht direkt. Einfach durchlaufen. Okay. Ego-Weite wurde besiegt, irgendwie nicht. So, Drachenbursche wurde hier aber auch schon öfters mal besiegt. Was ist denn jetzt? Nein, warum? Ey, ich... Och, Mann, ist das schlecht. Boah, Alter, dein Kampf... Ah, nein, ich bin nach oben gespawnt worden. Ich wollte Dynamit anschmeißen und dann leckt das Spiel mich nach draußen. Okay, ja, das ist mir auch schon mal passiert vorhin. Okay, jetzt ist mir zu blöd. Jetzt machen wir hier die andere Variante. Ich hab's versucht, da durchzukommen. Das Spiel hat gesagt, nö, dann machen wir das jetzt anders. Ist aber dumm, ey. Hier, ich stehe jetzt genau über der Kiste. Ich buddel mich jetzt nach unten. Das war... Ich glaube, wir müssen eher nach oben als nach unten, oder? Ja, können wir auch machen. Gleich. Also ich glaube, der Sinn ist eher nach... Oh, jetzt komme ich ja doch da durch. Ha, ich bin ja unbesiegbar, wenn ich in dem Modus bin, oder? In dem Baumodus? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe die große Kiste gefunden. Die ganz große? Ganz unten? Ja, ich bin unten. Nein, ich bin das hier sind... Ich brauche dafür einen Schlüssel! Aha. Ich geh mal. Sind die... Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter, jetzt rafft das Spiel gar nichts mehr. Es gibt so Ecken, die sollte man einfach nicht gehen hier, glaube ich. Oh mein Gott. Nee, also das ist Wahnsinn, wie das hier leckt auch hier drin. Das ist so krass. Das ist so krass. Es spawnen immer mehr Skelette. Ja, dadurch leckt es halt immer noch mehr. Anstatt, dass es mal aufhört, Leute, mit dem Skelett. Ist. Oh, ich hab auch die Kiste gefunden. Aber die ist sogar offen, die Kiste. Da kann ich sogar rein. Wie hast du denn gerade die Skelette alle entfernt? Gar nicht. Achso, du kannst sie... Ich habe Schlüssel gefunden. Ja, ehrlich? Ja, goldener Schlüssel. Ja, komm. Achso, ja gut, ich mach die jetzt mal auf hier, ne? Ich versuch mal... Ja, ja. Ich komm da nicht hin, Alter. Hier sind zu viele Skelette, da geht gar nichts. Sorry. Ja, probier's. Jetzt doch, jetzt geht's. Irgendwie leckt's gerade auf. Okay. Oh, bitte was Geiles, bitte was Geiles. Komm jetzt. Bitte was Geiles. Was bekommt der White in der Kiste? Am besten so 10 goldene Steine. Was ist das? Schleimkanone. Okay. Ohne Scheiß, ne? Ich glaube, wir haben ja alles. Ich mach hier Fallschirmsprung nach draußen. Ich glaube, ich bohre mich durch nach draußen. Okay, die Schleimkanone haben wir bekommen. Weiß nicht, ob die so cool ist, aber... Also für das Gelege eine Schleimkanone. Weiß nicht, ob sie das jetzt so unbedingt gelohnt hat. Wow, da kannst du die ganzen Wände grün färben. Das sieht richtig witzig aus. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, jetzt kommen die Splatter alle angerannt da hinten. Ja, kommt ruhig her. Ich habe eine Schleimkanone, ich zögere nicht, sie zu benutzen. Wow, jetzt kommen alle Skelette auf mich zugerannt. Ihr habt keine Chance gegen meine Schleimkanone. Pass auf, dass der nicht abstürzt, ey. Lass uns gleich schnell weg hier. Fackelhalter, jawohl. Boah, das Spiel kommt gar nicht mit, ne? Ja, bei mir leckt es jetzt nicht mehr so, nachdem ich die ganzen Skelette umgebracht habe. Aber ich habe die ganze... Hoffentlich sterbe ich nicht, wenn ich durch... Okay, man stirbt, wenn man durch den Schleim läuft. Boah, ich hau ab hier, ey, ne. Alter, ohne Scheiß auf...
Alter, meine Karte, ich sehe nur noch weiß. Es ist alles voller Skelette. Wo kommt man eigentlich raus, wenn man hier wieder neu runterspringt? Also ich bin jetzt genau am Dungeon, also der hat mich genau über am Dungeon. Okay, ja, dann springe ich auch raus und lande nochmal oben drauf im Dungeon und dann bohre ich mich von oben durch den Dungeon durch vielleicht mal. So, ich lande von oben. Oh, ah ja, ich bin auch da, passt. Ich will nämlich oben auf. Weg hier. Ich will da oben auf dem Dungeon mal drauf. Ich will ganz oben auf die Spitze mal und schauen, wie es da oben so ist. Du das. So, ich lande genau oben auf dem Dungeon drauf. Schön. Punktlandung. Punktlandung. Da sind auf jeden Fall mehrere goldene Truhen oben drauf. Aber du kannst ihn nicht öffnen. Doch. Wie doch? Ja, das sind nur so die Truhen, wo man draufschlagen muss. So, okay, ja gut. Ich höre noch mehr Kisten. Hier ist ein Baumhaus und da oben ist eine Kiste. Achso, das sind so Signalfeuer da oben, okay. Hier sind aber gleich noch mehr Kisten. Da habe ich einiges an Kisten noch versteckt hier in dem. Ah, da ist noch eine. Ja, ich laufe noch ein bisschen durch den Dungeon hier durch. Also Dungeon an sich eine sehr coole Idee, finde ich, aber auf der PS4 nicht spielbar. Nicht gescheit spielbar auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier noch? Vor allem, das Problem ist einfach, ich glaube, das ist eher so ein Bug, dass zu viele Gegner spawnen und deswegen leckt es dann halt rum ohne Ende. Ich glaube, das ist vor allem das Problem. Leck. Na komm, raus hier aus dem Dungeon. Jetzt haben wir genügend im Leck-Dungeon. Wo hast du das hergekommen? Kiste. Wo gab's denn die? Baumhaus, habe ich doch gesagt. Hörst du mir denn nicht zu? Doch, ich habe gehört, dass du ein Baumhaus gefunden hast, aber ich wusste nicht, dass da die Kiste auch drin war. So, wir wollten ja in die Wüste eigentlich, oder? Jawohl. Weißt du noch, wo die war? Ja, einfach hier runter. Okay. Hi, da bist du. Servus. Hi. Da müssen wir aber fliegen, sag ich dir. Das war sehr weit. Nicht schlimm. Das war eine ordentliche Entfernung. So. Hier kann ich aber auch nicht starten mit meinem Flugzeug, so gern ich es auch machen würde. Werde ich mir doch mal direkt mein Helipack hier spawnen. Ja, ich auch. Das Helipack ist einfach das beste Fortbewegungsmittel, muss man sagen. Also finde ich zumindest das beste Fortbewegungsmittel hier. Einmal nach oben. Wunderbar, wunderbar. Hier ist auch noch eine Burgruine. Okay, da komme ich nicht lang. Wow, hier ist ein riesen Baumhaus. Ja, da war ich doch gerade drin, da war doch die Truhe. Ach, das war das Baumhaus, wo du drin warst. Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe, gell? Noch eine, okay. Ja. Ich glaube, ich schieße die mal hier runter, dann kann ich sie nämlich, dann muss ich nicht da hochklettern. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, da kann ich einfach aussteigen hier und sie mir nehmen. Warum bin ich denn jetzt beim Dungeon wieder, Alter? Whitey und die Freude mit dem Dungeon. Bohren die Skelette weg, bitte. Jawohl! Nächster Rang! Da war ein goldener Stein wohl drin in der Kiste, in die ich da gerade reingeschaut habe. Sehr schön. Wie lang sind wir jetzt aktuell? 9 sind wir jetzt! Abenteuerlicher Bauer. Hey. Ah, jetzt wird schon viel. Okay, ich kann hier noch mehr aus der Kiste rausholen. Vielleicht ist ja noch ein goldener drin, wer weiß das schon. Jetzt können wir in die größeren Welten, oder hast du auch gemeint? Ja, genau. Jetzt werden wir gleich hier mal abhauen, oder? Ich würde noch mal versuchen, in die Wüste zu kommen, weil wir da halt noch gar nicht waren. Ich suche sie gerade. Eigentlich habe ich gedacht, ich weiß, wo die ist. Du bist kann ja nicht weit weg sein. Du bist ja... Ah, doch, es war schon ziemlich weit. Aber man musste schon ein bisschen fliegen. Wenn ich mal auf der Karte sehe... Nächster Goldner. Läuft. Wenn ich mal auf der Karte sehen könnte, wo ich genau bin. Achso, das wird einem nicht schnell angezeigt auf der Karte, oder was? Nein. Na, total gut. Dumm. Geht bei mir gerade gar nichts mehr. Okay. Hört's ja nicht ab. Eigentlich muss man nur gucken, wo kein neues schwarzes Gebiet freigeschaltet wird, weil da waren wir dann noch nicht. Okay, noch kann ich mich nicht bewegen, Leute. Noch kann ich mich nicht bewegen. 1,5 Stunden jetzt fast schon ohne Absturz. Ja, das ist nicht schlecht. Das hatten wir länger. Ja, 1,5 Stunden haben wir, glaube ich, noch nie durchgehalten. Aber ich stehe. Aber warte mal. Ach, jetzt geht wieder, okay. Okay, ich glaube, eine Stunde haben wir... Also man darf bloß nicht in die Nähe vom Dungeon kommen. Dann ist alles verloren, glaube ich. Leckt wie eine Leckmuschel, ne? Ja, also wenn man auch ein neues Gebiet erkundet oder so, dann leckt es halt auch immer ziemlich. Naja. Vielleicht kommen ja dann noch irgendwelche Patches, damit es besser wird. Ich müsste da sein, das heißt... Okay, ich glaube, ich bin auf dem Weg in die richtige Richtung, glaube ich. Ich glaube, ich bin wieder auf dem Weg in die richtige Richtung. Ja, doch, hier bin ich auf dem Weg in die richtige Richtung. Ja, ne?
Hier ist nämlich schon Sachen freigeschaltet. Hier sehe ich nämlich schon, dass ich Sachen entdeckt habe. Also das ist nicht komplett neu aufgedeckt für die Karte. Ja, ich sehe es nur auf meiner Karte rechts oben, dass eben nur an der Seite schwarze Ränder entfernt werden und nicht in der Mitte. Glaube ich zumindest. Fliege ich jedes Mal gegen eine Mauer, wenn ich da hinfliegen will? Was zur Hölle haben die hier unten gemacht? Naja, ich fliege mal weiter, aber ich glaube, ich bin da, hier ist eine Sphinx. Ja, ich kann nicht kommen, der fliegt gegen eine unsichtbare Wand. Der lädt das Spiel nicht. Was machst du nur immer? Ich gehe mal in die Sphinx rein. Jawohl, man kann in die Sphinx rein. Oh, wie cool. Okay, da ist auch eine... Wie komme ich da durch? Okay, wir müssen ich laufe lieber, ist glaube ich einfacher. Es ist aber echt ziemlich weit, also musst du ja über das Wasser rüber und so. So. Klar, das ist vielleicht nicht die feine Art, hier irgendwas zu erforschen, indem man hier mit Bomben um sich wirft, aber momentan weiß ich mich nicht anders zu helfen. Ach, das ist alles so... Gott, wie kommt man denn da durch? Okay, wie soll man da durchkommen? Da muss man ja platt sein. Werfen wir nochmal ein paar Bomben da unten rein. So, dann kommen wir schon... Irgendwann kommen wir dann schon weiter. Hä? Was ist denn hier für ein Raumschiff, habe ich gesagt. Echt? Es gibt noch andere Raumschiffe? Nein, das sieht nur so aus, von außen, so. Aber... Kamele! Jawohl, du bist auch in der Wüste! Und ich hast du das schon? Nee, der hat eine Mission, was will er denn von mir? Das Kamel. Das will Wasser. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe im Hintern von der Sphinx habe ich eine Truhe gefunden. Ich bin jetzt auch in der Sphinx, alles klar. Kann es sein, dass ich das zu dem Wasser bringen muss hier und dann liegt es mir? Das weiß ich nicht. Ja, sehr cool. Ja, vielleicht musst du es zu einer Oase bringen oder so. Ich glaube nicht, dass es das Salzwasser mag. Ach mein Gott, soll alles saufen. Ja. Aber stimmt, Oase, da hast du recht. Also schätze ich mal, dass es das will zumindest. Ja, cool, dann entdecken wir hier auch noch das Wüstengebiet. Das finde ich schön. Wir haben jetzt so den Dungeon entdeckt. Okay, anscheinend habe ich es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Okay, kannst du es kämpfen? Jawohl, wir haben ein Kamel jetzt als Reittier. Und eine Kriegermumie. Pharaon, ach schön. So, ich mach mal die Truhe auf, die im Hintern von der Sphinx drin war. Bitte. Ich tippe ja fast, dass da was Goldenes drin ist. Ein goldenes Scheinchen. Sehr gut, ja, aber ach, da ist dein Kamel hier auch. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Ich sehe da hier unter mir. Toll! Bald wirst du deinen ersten besonderen Gegenstand freischalten. Was? Nur noch 3 goldene Steine und du erhältst die Kamera, die neue Missionstypen möglich macht. Und es dir gestattet, Bilder in deinen Welten zu schießen. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Okay, wir können Bilder schießen und vor allem können wir irgendwie... Okay, also wir kriegen neue Missionen auf jeden Fall mit der Kamera oder so. Das ist ja mega. Aber die Kamera hier in der Sphinx, ich mach die Sphinx mal kaputt. Ach, das ist dein Kamel, deswegen kann ich da nicht drauf reiten. Oh Mann, ey. Tut mir leid. Geht doch nicht. Frechheit. Kriegermumie. Ah! Die Kiste ist ja schon hier, okay. Die Kriegermumie haben wir schon freigeschaltet, oder? Ach, hier ist auch die Oase, ja, ich sehe die Oase. Die haben wir schon freigeschaltet. Ägyptische Königin. Oh, nicht schlecht. Na, nochmal hier drauf. Auf das Kamel. Legendäres Koordinatenfragment hat der Whitey gerade freigeschaltet. Ah, hier ist auch hier ist noch eine Höhle. Och Mann, jetzt geht auch nicht kaputt, gell. Was ist denn da gerade schon wieder passiert? Ja, hier ist eine Stachelfalle. In der Sphinx. Gemein. Oh, da ja, ist, glaube ich, ein Lavagebiet oder sowas. Ja, das ist ein Lavagebiet. Ah, da ist noch eine Sphinx. Nein, da. Ägyptische Königin und. Ich habe hier Anubis gerade gefunden. In Ägypten kenne ich mich nicht so aus. Anubis-Wächter. Boah, richtig gut. Ja, Tatsache, das ist echt ein Anubis. Ha, habe ich sogar gewusst. Schön. Schön, was hier alles rumläuft. Hier sind sogar 2 Sphinxen, die sich gegenseitig anschauen. Aber wir müssen Aufgaben erledigen. Komm mit, Kamel. Lass uns Aufgaben suchen. Warum nehme ich denn eigentlich nicht die Mumie her, wenn ich schon in Ägypten bin? Eben. Eigentlich müsste... Oh, hier ist der... Der möchte mit was? Mit dem Löwen! Es gibt Löwen hier! Der möchte mit dem Löwen fotografiert werden. Wo bist du? Dahin, ich komm. Aber ich sehe keinen Löwen. Das ist mein Problem. Also Löwen haben wir noch nicht freigeschaltet. Aber angeblich gibt es hier irgendwo Löwen. Ich sehe nur Kamele. Hier oder in der Safari? Eigentlich hätte ich auch eher so in der Safari-Zone damit gerechnet, aber anscheinend weiß ich nicht. Hier ist noch eine Sphinx. Ich kletter mal kurz auf den Schicksalsberg hoch. Aber da ist nichts auf dem Schicksalsberg. Ne, ich kletter wieder runter. Die Kamele wollen immer noch Wasser. Kann ich verstehen. Wollte ich in der Wüste aufhaben und deswegen trinke ich jetzt was. Ah ja, stimmt. Hier ist der mit dem Löwen. So, jetzt habe ich was getrunken. Ich muss mal in die Pyramide rein. In der Pyramide war ich auch noch gar nicht drin. Oder nehme ich mal eine Sphinx? Ach, ich nehme mal.
Was haben wir denn als Charaktere überhaupt schon freigeschaltet hier? Nur die Mumie, ja, ich sehe. Jawohl. Die Kriegermumie. So, ab sofort bin ich eine lustige Kriegermumie. Ich höre eine Kiste. Oh, da ist ein Strauß. Da ist ein Strauß. Ein Vogelstrauß. Nein, den können wir noch nicht. Da fehlt uns noch die Quest, um den Vogelstrauß zu bekehren. Will sie denn mit dem Skelett? Nee, mit der Mumie will er. Ich werde ständig gefragt, was ich vom Beruf mache. Glaubst du, du könntest vielleicht ein Foto von mir in Action schießen? Ja, er will mit einer Mumie fotografiert werden und zufälligerweise steht da unten auch eine. Oh, ist das cool. Perfektes Timing. Absolut, absolut. So, dann Mumie, dürfen wir einmal? Die Mumie greift mich an, das Mistvieh. Ey! Ah, schon haben wir hier alles freigeschaltet. Perfekt. Boah, mein Kamel ist voll am Ausrasten, ne? Ich habe mittlerweile übrigens 450.000 Münzen, ey. Das ist so übertrieben. Einen roten Apfel habe ich gefunden hier. Oder warst du das? Ich war das. Okay, dafür finde ich jetzt wahrscheinlich... Ich tippe mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt den goldenen gleich finde. In dieser Pyramide hier. Ich wette es fast. So, ich schau mal rein, was drin ist. Die Mumie freut sich auf jeden Fall sehr über den Bauplan von einem Winterbaum in der Pyramide. Hier, ich, willst du, hast du jetzt deine Steine eigentlich behalten, oder als wir angefangen haben, oder hast du wieder bei mir? Nee, die sind jetzt mal weg. Also wenn sollst du... Ja, dann kaufe ich nichts mehr, weil, falls wir irgendwann mal die Aufnahme beenden sollen. Ja, dann... Kaufst du ja noch eben alles frei, ne? Okay, ja, ich kann auch mal gucken, was wir so freigeschaltet haben. Wo ist denn das, einmal raus hier. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!